Herzlich willkommen heute zu einem Zuschauerwunsch, nämlich dem Thema Ernährungstipps bei Migräne, Kopfschmerzen und der medizinischen Begründung bzw. der medizinischen Rationale, warum bestimmte Ernährung oder bestimmte Nahrungsmittel wichtig sind oder wie man sich da verhalten sollte. Ich werde noch mal kurz auf die Migräne eingehen, was Kopfschmerzen oder Migräne eigentlich sind und dann, warum Ernährung dabei wichtig ist, welche Triggerfaktoren eine Migräne eher auslösen und vor allem auch, warum ein Blutzuckerspiegel sehr wichtig ist, gerade bei der Migräne. Also bleiben Sie dran. Zuerst einmal nochmal eine Migräne. Was bedeutet das? Migräne kommt, wenn sozusagen die Nerven überreizen, die Nerven schlagen Alarm. Man sieht das hier in dem Gehirneimer, wo wir überall Nervenzellen haben und die werden sozusagen von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Verschiedene Triggerfaktoren, exogene, endogene, die können dazu führen, dass es zu einer Migräne kommt. Ganz wichtig dabei aber ist, dass die Nerven sozusagen sehr aktiv sind, sehr stark beansprucht werden und das bedeutet, dass es notwendig ist, dass sie gut mit Blut versorgt werden und ausreichend Nährstoffe haben, ausreichend Sauerstoff. Und deswegen ist eine richtige Ernährung sehr wichtig, um eine Migräne vorzubeugen oder auch, wenn man eine Migräne hat. Insbesondere die Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels. Und wie erreicht man das? Dabei ist wichtig zuerst, dass man ausreichend trinkt, vor allem in den Morgenstunden, wenn der Tag quasi beginnt, als Kinder, gerade für Kinder, auch darauf achten, dass sie ausreichend trinken, mitnehmen, dass man zwischendurch auch immer trinkt. Dann zweitens, gerade bei Migränepatienten ist das Frühstück sehr wichtig. In der Nacht hat man Energie verbraucht, Nährstoffe verbraucht, ohne welche zu sich zu nehmen. Deswegen ist es sehr wichtig, ein gutes, auch kohlenhydratreiches Frühstück zu haben. Dann dritter Punkt, auch in Ruhe zu essen, die Nahrung gut zu zerkauen etc. Das ist natürlich allgemein wichtig, aber gerade auch, um die Nährstoffe richtig zu verwerten. Es zeigt sich in Studien, dass Kinder, die zum Beispiel sehr hastig und schnell essen, ein erhöhtes Risiko haben, an dem Tag Kopfschmerzen oder Migräne zu bekommen. Dann viertens auch sehr wichtig, keine Mahlzeiten auszulassen, also morgens zu essen, mittags zu essen, abends zu essen und nicht ein Fasten zwischendurch zu machen, weil es dann auf einmal zu einem starken Abfall des Blutzuckerspiegels kommen kann. Und das ist sehr wichtig, weil, wie gesagt, diese Nervenzellen hier mit Nährstoffen versorgt werden müssen. Und wenn sozusagen der Blutzuckerspiegel stark abfällt, dann sinkt quasi die Schwelle, die ausreicht, dass Triggerfaktoren eine Migräne auslösen. Deswegen ist es sehr wichtig, kontinuierlich zu essen. Und der fünfte Punkt dabei ist auch nicht nur, wie man isst, sondern auch, was man isst, nämlich eine kohlenhydratereiche Ernährung, damit man Energie bekommt, gerade als Person, die weiß, dass sie oft eine Migräne bekommt. Also morgens kohlenhydratreich, mittags auch und auch abends. Insbesondere, wenn man weiß, dass vielleicht ein Risiko gerade besteht, eine Migräne zu bekommen, weil man vielleicht das mit Wetter assoziiert, als Triggerfaktor hat oder anderes, dann vielleicht mal als Tipp, versuchen Sie mal abends ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen, weil man dann sozusagen ein bisschen Reserve hat für die Nacht und auch für den nächsten Morgen schon und nicht gleich wieder ein Nährstoffdefizit. Das quasi allgemeine Hinweise dazu. Dann gibt es natürlich ganz konkrete nahrungstechnische Triggerfaktoren. Die kennen Sie am besten selbst, welche das bei Ihnen sind. Ich werde aber mal vier Stück nennen, nämlich zum einen Natriumglutamat. In dem Wort steckt schon das Wort Glutamat auch drin. Und Glutamat ist ein Neurotransmitter, der wichtig ist, wenn es hier zur Signalübertragung zwischen den verschiedenen Nervenzellen kommt. Und da ist Glutamat sehr wichtig. Und wenn man dann viel Glutamat hat, erhöht das Risiko für Migräne. Das wird auch das sogenannte China-Restaurant-Syndrom genannt. Das ist das eine. Dann das zweite ist auch Koffein. Koffein, gerade für Kinder. Koffein ist in Cola, Schokolade, natürlich in Kaffee. Und Koffein sorgt oder bewirkt, dass die Gefäße, die auch hier bei uns im Gehirn sind, dass die sich quasi erweitern. Und da gibt es die sogenannte vaskuläre Hypothese, die besagt, dass wenn die Gefäße sich erweitern,
An diesen Gefäßen sind sogenannte Dehnungsrezeptoren und die lösen dann Schmerz oder Migräne aus bzw. geben die Information weiter. Natürlich bei Erwachsenen kann Koffein auch gerade Kopfschmerzen reduzieren. Das heißt, bei Erwachsenen ist das ein Für und Wider, aber ganz klar, bei Kindern ist Koffein ein Auslöser für Migräne. Und dann als weiterer Faktor drittens auch das sogenannte Pökelsalz. Das ist in Wurst, Fleischwaren, also im Kassler, Schinken, Salami. Auch das ist ein Triggerfaktor für eine Migräne. Und oftmals leider vielleicht auch Eiscreme, kalte Speisen, weil das zu einem plötzlichen Reiz führen kann am Gaumen oder auch in der Nasennebenhöhlen etc. und dann so blitzartig plötzlichen Schmerz führt und dann zu einer Migräne führen kann. Das sozusagen sind Beispiele, aber wie gesagt, Sie kennen am besten, welche Triggerfaktoren das bei Ihnen sind. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Denken Sie aber daran, es ist, glaube ich, wichtig, selbst individuell zu verstehen, welche eigenen Triggerfaktoren man hat. Meine Empfehlung, vielleicht mal für 4-6 Wochen dies zu dokumentieren, was man isst und wie sich sozusagen die Kopfschmerzen entwickeln, um dann zu schauen, welche Korrelation oder Beziehungen bestehen. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge rund um das Thema Schmerz und auch Kopfschmerzen. Und wenn Sie Meinungen haben, Kommentare, vielleicht auch Ihre Triggerfaktoren oder Ernährungshinweise haben, dann gerne hier direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.